Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video hier auf meinem Kanal. Und ja, oh mein Gott, sage ich nur, wenn man bei den Halloween-Herausforderungen Teil 3 erst in Wedding Woods landet, dann kommt an der rechten Seite dann, nachdem man die 150 XP gekriegt hat, ein Fenster mit 150 Sternen. Das heißt, 10 Stufen sind eine Battle Pass-Stufe im Battle Pass. Das heißt quasi, man bekommt 15 Stufen. Nachdem man dann die 15 Stufen gekriegt hat, muss man glaube in Haunted Hills landen. Das werden wir jetzt alles im Video machen. Und dann bekommt man glaube nochmal 20 Stufen, dass man am Ende 35 hat. Oh mein Gott. Ich bin mehr gehypt. Wir werden das jetzt hier testen. Mal sehen, ob es wirklich funktioniert. Also zumindest danach nochmal 20 kommt. Das hast du mir auf alle Fälle Marvin gesagt. Da hat mich jetzt überhaupt auf die Idee gebracht, sagen wir so. Grüße gehen auf alle Fälle dafür dann an dich raus, Marvin. Oh mein Gott. Ich bin liebes gehypt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin jetzt noch nicht extrem weit Battle verpasst. Man muss sagen, ich glaube 50, 51, ich habe gerade nicht geguckt. Vor allem Fälle, PDF. Ich bin komplett gehypt. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, ob das ein Bug ist, ob die danach wieder weggenommen werden. Ich weiß es nicht, Leute, ich kann euch nichts garantieren. Auf alle Fälle 35 Stufen, glaube ich, sind das jetzt am Ende dann, die man da kostenlos bekommt. Oh mein Gott. Also, sowas gab es noch nie, das kann ich ganz ehrlich sagen. Also in Season 2 auch nicht. Da habe ich noch nicht aktiv gespielt, aber da gab es definitiv auch nicht. Und jetzt auf jeden Fall sowas. Epic Games macht dadurch ja eigentlich Minus, weil am Ende gibt es ja dann die Stufen zu kaufen. Und so ist man jetzt mitten in der Season schon, zack, Level 100. Aber Leute, ich kann eigentlich schon fast denken, warum das so ist. Und zwar, weil man jetzt auch Level 100 werden kann und da eine Belohnung bekommt. Ein Spray mit einer 100 drauf und ein Mode mit einer 100 drauf. Und deswegen, Leute, denke ich, dass sie das deswegen gemacht haben. So. Geht nach Battlefields, also ich bin mega gehypt. Ich kann sie oft genug sagen. Ich weiß nicht, was es ist. Mein Gott. Sonst immer durchgerammelt, die Mission gespielt. Und jetzt auf immer so, das ist extrem. 35 Stufen kostenlos zu bekommen. Marvin hat gesagt 35. Mal gucken, ob es am Ende wirklich 35 sind. Er ist jetzt, glaube ich, hat er gesagt, vor uns 97. Also Level 97. Brauche ich dazu sagen, einfach mega geil. So kann man natürlich jetzt auch mega krass leveln. Ich meine, wir haben jetzt so circa, Leute, der Hälfte der Season rum. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Sagen wir hier. Mal sehen. Ob wir die 150 Sterne ja, bekommen. Also, die 15 Stufen. So, jetzt lassen wir uns hier töten. Ist jetzt raus, ja, im Spiel. Die Herausforderungen sind ja eigentlich gerade erst rausgekommen. Ja, knall mich bitte ab. Töte mich. Danke. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kommt irgendwie so ein Fenster, ich weiß es, ne? Wo man halt nochmal, wo es halt, wo es angezeigt wird, ich weiß es, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich bin 66 jetzt. Das heißt quasi, ich habe jetzt die Dings in der Grundmusik. Die, wie heißt sie? Hier, OG Remix. Oh mein Gott, also gleich jetzt noch nicht, aber dann. Oh Gott. Und 200 V-Bucks nochmal. Oh mein Gott. Hier, man bekommt da die ganzen V-Bucks dann. Okay, ich bin jetzt Stufe 66. Gehen wir auf Herausforderungen. Oh, ja, man bekommt nochmal 200 Chance. 20 Stufen. Landen in Haunted Hills in der Halloween-Stadt, Dings. Und dann bin ich Level 86. Und dann dauert es einfach nicht mehr lange. Herausforderungsmäßig könnte ich jetzt schon, ja. Also könnte ich sogar, wenn ich heute heute wird es ein bisschen schwer, aber könnte ich heute noch auf alle Fälle den geilen Hintergrund-Sound bekommen. Namens OG-Remix. Mega geil, freue ich mich sehr. Ich fahre den persönlich mega, mega. Ich habe immer gedacht, am Anfang der Season, oh mein Gott, das dauert jetzt die 10 Wochen oder so, wie die Season halt ging. Und dann habe ich den, oder sagen wir so, 9 Wochen, dann habe ich den. Und jetzt ist es schon vor der Hälfte der Season. Ja.
Ich bin mega gehypt. Ich find's mega geil von Epic Games, dass sowas kommt. Ich hätte nie damit gerechnet. Mal gucken, ob in Woche oder in Teil 4, der in 2 Tagen dann rauskommt, nochmal sowas ist. Wie viel jetzt mit Wölfen rumrennen, ist eigentlich enorm. Also, na gut, okay. Ich sag mal so, wenn man jetzt die Challenges alle gemacht hat, kann es sein, dass man jetzt dadurch Level 100 wird. Leidtümer, die Leute, die sich, ja, die Stufen gekauft haben, die haben jetzt natürlich extremes Minus gemacht. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir das. Sterbe ich jetzt? Sterben, ja, sterben. Gut, okay, passt. Die landen jetzt alle in dort überall. Oh mein Gott. Basti ist dann am Ende Level 94. Okay, jetzt absolut nochmal 1000. Mega, mega viel. Also nochmal. Oh mein Gott. Ich bin so fröhlich gerade. Nochmal 300 V-Bucks. Ich habe jetzt 700 V-Bucks. Da kann ich. Also irgendwas, was ich haben wollte heute. Ja, ich wollte den haben und den werde ich mir heute auch noch dort kaufen können. Danke, Epic Games. Danke, 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 danke. Okay, Leute, würde ich sagen, war's das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Ja, mega viele neue Skins auch. Noch mal. Okay. Backpacks. Die Flügel mega geil. Kleid schon mal Schwarm. Contrails noch 3 gekriegt. Also mein Spind ist jetzt übelst aufgefüllt. Grabstein. Okay, Leute, das war eigentlich alles. Ah ja, ja. Ja, geil. Oh, bei den 5 Hintergrundbilder. WTF. So, Leute, was ich sagen, was mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Ich bin mega gehypt. Leute, macht es auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob es weggenommen wird, ob es rausgenommen wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.